Hallo Helisimas, heute möchte ich euch einen Nostalgie-Hubschrauber vorstellen, ein SA-315B Lama, das ist die Version 2.2 von JBD-63 herausgebracht. Also er hat ihn nicht komplett alleine gemacht, aber er ist derjenige, der jetzt ihn in Xplane.org zum Download zur Verfügung stellt. Dieser Hubschrauber ist von Anfang an einer der Helikopter gewesen, die besonders zu Leistungen gebracht haben. Zum Beispiel hat er einen Rekord aufgestellt mit einem Höhenrekord von 7500 Meter. Das entspricht etwa 16.000 Fuß. Es gibt wenige Hubschrauber, die diese Höhe erreichen können. Und er ist ein ziemliches Arbeitstier. Er kann also unten am Hacken eine Tonne Gewicht anheben und kann die in der Höhe von ca. 2500 Metern, das entspricht 5500 Fuß, bringen. Also wirklich ein toller Hubschrauber, und den werden wir uns heute mal kurz anschauen. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein Hubschrauber, der für mich mit am schwierigsten zu fliegen ist. Er hat auch in dem Sinn kaum Automatiken, man muss im Endeffekt komplett von Hand steuern, und da macht einem dieser Hubschrauber das Leben nicht unbedingt leicht. Ja, wir steigen mal ein, setzen uns mal ins Cockpit, und schließen mal die Tür. Kann also diese Türen auch aushängen über den Hebel oder eben ganz normal eben schließen. Ja, so schaut also dieser Hubschrauber von innen hin aus. Wir haben auch hier die Möglichkeit, das AVI-Tab zu nutzen. Hat also hier das, was wir in vielen Hubschraubern auch haben, also die Möglichkeit, das gute Teil hier eben anzuwenden. Das brauchen wir jetzt erst einmal nicht, weil wir die Sicht im Bereich haben wollen. Ja, er ist auch viersitzig, also ich kann auch Passagiere mitnehmen. Ja, und dann wollen wir ihn mal anlassen. Dazu machen wir hier mal die Batteries on. Avionics Pitot ist on, Strobe ist on. Wir können hier eben Leuchtung einschalten. So. Dann die Boost Pump on. So, jetzt ist er also bereit, dass wir den Starter anmachen. Wenn wir den Starter betätigen, werden wir dann hier im Prinzip den Throttle einstellen. Lassen wir erstmal hochlaufen. Und wir werden jetzt dann langsam auf ca. 50% gehen. Wir sehen schon, dass die roten Blätter mit anlaufen. Wie eben diese rote Kupplung greift und den Rotor dann mitlaufen lässt. So, gucken wir uns an, dass er stabilisiert. Wir werden jetzt dann die Throttle langsam weiter auf ca. 100% bringen. Erreicht haben, wenn wir hier oben am Hebel sehen, wie der Governor sich einschaltet. Ja, im Endeffekt, das war's schon. Maschine ist an, Maschine wäre startbereit. Wir werden jetzt Generator einschalten, restliche Lichter dazu nehmen. Navigationslichter.
werden jetzt mal versuchen, die Kiste zum Ufern zu bringen. Bei diesem Hubschrauber beachten muss, dass der Rotor im Vergleich zu vielen anderen Hubschraubern in die andere Richtung dreht. Das heißt, man muss bei den Pedalen ausgleichen, andersrum drücken, wie man das normalerweise von den Hubschraubern gewöhnt ist. Wie gesagt, er reagiert relativ giftig. Ich habe also auch noch nicht allzu gut geschafft, eben meinen Joystick von den Kurven einzustellen. Das ist alles bei diesem Gerät relativ schwierig. So. Also schon an den Flugbewegungen, wie fein der Hubschrauber reagiert. Also von der Außenansicht ein sehr schön modellierter Hubschrauber, sehr detailgetreu. So. Auch mein Heimatort von oben. Franken, im Sonderlandeplatz Edgi, früher mal eine amerikanische Airbase. Heute wurde die Landebahn um einiges verkürzt, dafür wurden Solaranlagen aufgebaut, die man hier in X-Plane auch ganz gut erkennen kann. Szenerie über den Fototapeten mit Auto 4 XP erzeugt. Für Kitzingen auch mit einer etwas höheren Detailgenauigkeit. Ansonsten verwende ich Europe X Version 5 für die Darstellung. So, und wir kehren jetzt mal zum Airport zurück, versuchen mal eine einigermaßen ordentliche Landung. Auch mit dem Kollektiv muss man also bei diesem Hubschrauber sehr feinfühlig umgehen. Alle Änderungen werden sofort quittiert durch Ausschläge im Heckrotor.
Landeanflug zu machen, Geschwindigkeit drosseln, Sinkgeschwindigkeit immer im Auge behalten. Jawohl, und da sind wir wieder zurück zur Maschine, runterfahren, hier werden die Boostpumpe ausgemacht, kann also jetzt leider nicht vorher die Throttle herunterfahren, um zum Beispiel das Ganze in den Idle zu bekommen, die Drehzahl zu verringern, sondern er läuft wirklich also nur über die Boostpumpe ausschalten. Man hört jetzt, dass die Triebwerke aus sind. Es dreht noch. Also dann schon mal hier auch die Lichter ausmachen. Generator off. So, schauen wir uns mal die Rotordrehzahl an hier unten. Also die Turbinendrehzahl ist schon auf 0. Rotordrehzahl bewegt sich langsam nach unten. On. Okay. Und Batteries off. Und schon steht die Maschine wieder da. Nochmal kurz einen Replay. Landung von außen. Wie gesagt, er reagiert unheimlich feinfühlig auf Änderungen im Drehmoment der Throttle, des Kollektivs. Dass es nicht immer ganz einfach ist, den auf den Punkt zu steuern. Sagen, diese Landung hat mich selbst überrascht. Das muss man sagen, ist dieses Modell wirklich sehr, sehr schön designt. Sehr viele Feinheiten. Ja, dann kann ich nur mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne freuen über einen Daumen nach oben
oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, das kommen immer wieder neue Filme zu Hubschraubern, vielleicht auch mal zu diversen Chats in X-Plane. Also, falls euch gefallen hat, einfach Daumen ab. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.